Die Zahl der Landkirchen auf der Jutland ist im Vergleich zum Areal der Halbinsel und auf Dänemark bezogen groß. Eine vergleichbare Konstellation findet sich auf Goland in Skandinavien. Als die meisten der heute 75 Kirchen errichtet wurden, teilte Jütlands größter See, der heute verlandete Kolindsund, die Halbinsel der Jutland noch beinahe mittig. In vorchristlicher Zeit lagen Kultplätze oft auf Anhöhen. Das Christentum übernahm viele dieser Plätze. Auf der Jutland gibt es daher wenige in Talsenken errichtete Kirchen. Das Baumaterial der Kirchen stammt aus der Umgebung. Kalkstein aus den Steilhängen bei Grenaa wurde ebenso eingesetzt wie Feldsteine, die aus der Eiszeit stammen und in großer Zahl vorhanden waren. Unabhängig von diesen natürlichen Baumaterialien wurde man, als Mitte des 12. Jahrhunderts von Mönchen die Ziegelbrennerei eingeführt wurde. Der romanische Kirchenbau auf dem Lande bestand aus dem Kirchenschiff, dem Chor und in einigen Fällen einer Apsis. Den steigenden Einfluss des Adels erkennt man daran, dass sich die Architektur der Kirchen veränderte. Er erweiterte die Kirchen dem Zeitgeist folgend um die Kapelle und den teilweise eigenwillig gestalteten Kirchturm. Etwa ein Drittel der Kirchen und Türme hatte einen Stufengiebel. Viele der Taufbecken und Kirchenportale auf der Jutland stammen aus dem 13. Jahrhundert. Diejenigen aus der Werkstatt des Steinmetzen Hordö, von dem als Lebensdatum einzig das Jahr 1175 belegt ist, haben charakteristische Verzierungen aus Tauwerk und Akanthusranken. Sein Namenszug fand sich auf einem Grabstein von Schloss Löwenholm. Ihm werden, nach Weilbachs Kunstnerlexikon, weitere 12 Werke in Jütland, 2 in Angeln, zum Beispiel in der Grundhofer Kirche, und 2 auf Fünen zugeschrieben. Nach der Reformation gingen die Kirchen in Gutsbesitz über. Das Interesse wendet sich nun dem Inventar, besonders dem Altar und der Kanzel zu, während die Kalkmalereien an Bedeutung verlieren. Ihre ursprüngliche Funktion bestand darin, die mehrheitlich analphabetische Gemeinde mit biblischen Geschichten vertraut zu machen. Ihr Verschwinden hängt auch damit zusammen, dass die Ölmalerei aufkommt, die einen anderen Untergrund bevorzugt. Es gibt nur wenige Kirchen auf der Jutland, in denen nach der Reformation noch Kalkmalereien entstehen.